Für die Fraktion Die Linken hat jetzt die Abgeordnete Böhm das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, da freue ich mich doch, Herr Bocklet, dass Sie so interessiert unsere Presseerklärungen lesen. Herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, Sie lernen daraus. Schließlich geht es ja um ein wesentliches, wichtiges Thema. In Hessen waren ein Viertel der Kinder und Jugendlichen im letzten Jahr, vorletzten Jahr armutsbetroffen. Das hat die Bundesregierung auf Anfrage der LINKEN uns im März dieses Jahres mitgeteilt. Damit liegt Hessen bundesweit auf Platz 3 und hat einen traurigen Spitzenrekord aller Flächenländer inne. Das heißt, 23,8% ganz genau der Kinder und Jugendlichen lebt im reichen Hessen in Armut. Und von der Landesregierung kommt jetzt, was die Kinder hier anbetrifft, das ist mal die Bundesebene, aber von der Landesregierung kommt hier nur dröhnendes Schweigen zu diesem Thema. Sie schmücken sich zwar ganz gerne mit den Kinderrechten, aber das Recht auf soziale Sicherheit, das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe, auf ein gesundes und diskriminierungsfreies Aufwachsen sind für ein Viertel der Kinder und Jugendlichen in Hessen keine Realität. Und diese Spätestens mit dem zweiten Landessozialbericht im Jahr 2017, der ja den Schwerpunkt Kinderarmut hatte, lagen diese Punkte offen zutage. Und das war Ihr Bericht, liebe Landesregierung. Aber welche Schlussfolgerungen haben Sie dann in den vergangenen 5 Jahren daraus gezogen? Keine, wie die seit über 10 Jahren dauernden, weiter in die Höhe schnellenden Armutsquoten in Hessen belegen. Und wenn dann mal was kommt, dann sind es Mini-Projekte, die an der Realität der meisten Kinder und Jugendlichen in Hessen vorbeigehen. Das beste Beispiel ist Ihr Landesprogramm Präventionsketten in Hessen. Ja, Präventionsketten braucht es. Das ist ein sinnvolles Instrument. Aber Präventionsketten braucht es nicht nur in wenigen Modellkommunen, sondern flächendeckend und überall dort, wo Kinder und Jugendliche in Armut leben. Aber darüber müsste sich ja mal die hessische Landesregierung überhaupt mal die Kenntnis verschaffen. Wo sind denn eigentlich die Orte? Wo ist denn die es traurige Realität, dass Geld für Schulmaterial fehlt, gesundes Mittagessen, den Sportverein und das Schwimmbad? Die Befristung des Programms und die Eigenbeteiligung der Kommunen in Höhe von 45% machen das Ganze völlig absurd. Welche arme Kommune, und davon kenne ich einige in Hessen, kann sich denn das leisten? Das hilft auch nicht wirklich, wenn ein Kind an einem Ort etwas Unterstützung erhält, aber die Kinder in den umliegenden Orten überhaupt nichts. Dann ist das keine Politik, die Armut tatsächlich bekämpft, sondern das ist Projektiktis mit Pflästerchenkleberei. Und wenn diese Landesregierung tatsächlich Politik gestalten will, muss sie sich dem Thema Kinderarmut stellen und nicht nur kleinste Projekte auf den Weg bringen. So werden Sie der steigenden Kinderarmut in unserem Land nichts entgegensetzen. Und da das Wort Kinderarmut nicht einmal in dem schwarz-grünen Koalitionsvertrag hineingekommen ist, sage ich es klipp und klar und ganz besonders an die Adresse der GRÜNEN. Für Sie ist das Thema ein reines Schaufenster. Sie wollen an den gesellschaftlichen Ungleichheiten überhaupt nichts Wesentliches ändern, weil Sie sich in dieser kaputten Welt längst hervorragend eingerichtet haben. Die soziale Frage ist bei den GRÜNEN völlig unter die Räder gekommen. Dieser Blickwinkel zeigt sich auch bei dem heute vorliegenden Gesetzentwurf, den ja die GRÜNEN, die SPD, alle zusammen oder viele zusammen auch zu verantworten haben. Sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche sollen ja diese berühmten 20 € mehr erhalten. Das ist nicht einmal mehr wie der Inflationsausgleich. Da kann ich ja Ihnen, Herr Schardt, schon einmal zustimmen, ausnahmsweise.
Die Diakonie hat schon einmal vor der aktuellen Preisexplosion errechnet, dass die Hartz-IV-Regelsätze für Kinder und Jugendliche durchschnittlich 78 € unter dem realen Bedarf liegen. Und das war lange vor der Zeit, wo Lebensmittel Preissteigerungen von mehr als 10% erlebt haben. Und wenn es der ganz großen Koalition hier, zusammengefasst aus regierungstragenden Fraktionen in Land und Bund, tatsächlich um ein kindgerechtes und wenigstens halbwegs armutsfestes Aufwachsen gehen würde, dann müssten die Erhöhungen bei mindestens 100 € pro Monat liegen. Und genau das haben Ihnen auch die Anzuhörenden zu diesem Gesetzentwurf im Bundestag genauso gesagt. Und Sie behaupten jetzt, das ist alles ja nur ein Übergang bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Kindergrundsicherung kommt. Schön wäre es. Hubertus Heil hat es im vergangenen Woche erklärt, wie er sich Bürgergeld und Kindergrundsicherung vom Leistungsniveau in etwa vorstellt. 40 bis 50 € mehr pro Monat, ein Zuwachs etwa um 10%, aber natürlich nicht vor Januar 2023. Aber auch dann gilt wieder, wie beim heute vorliegenden Gesetzentwurf, bis dann ist der vermutliche Zugewinn längst durch die Preissteigerung aufgefressen. Existenzsichernd werden diese Erhöhungen ohne Inflation, aber auch nicht annähernd. Es ist wirklich zum Fremdschämen, wie SPD und GRÜNE im Bund in trauter Zusammenarbeit mit der FDP an einem Hartz-IV-Leitsystem arbeiten. So viele Verbände und Organisationen haben Konzepte für eine Kindergrundsicherung diskutiert, und sie waren sich weitgehend einig. Jetzt wollen sie mit solchen mickrigen Neuerungen kommen. Das reicht nicht, und das sage ich im Interesse von denjenigen, die weiter armutsbetroffen sein werden. Das Bündnis Kindergrundsicherung von 14 großen Organisationen hat klargestellt, es soll eine gestufte Kindergrundsicherung in Höhe von 451 € als unbürokratische Leistung garantiert werden. Solange nicht alle Leistungen für Bildung, Betreuung und Erziehung gebührenfrei zur Verfügung stellen, werden zuzüglich 244 € pro Monat gefordert. Diese Beträge sollen mit steigendem elterlichen Einkommen abgeschmolzen werden, sodass alle Eltern mindestens 330 € erhalten. Und lediglich pauschal bemessene Transfers, also die bisher schon stattgefunden haben, sollen damit ersetzt werden, bei Studium und Ausbildung bis zum 25. Lebensjahr. Und das würde dem Ansinnen einer Kindergrundsicherung wirklich entsprechen. Und ich erwarte Ihr Engagement für eine echte Kindergrundsicherung und nicht für ein Kinder-Hartz-IV. Frau Abg. Böhm, ich erwarte, dass Sie zum Schluss kommen. Und Landes- und Bundesregierung sind in einem herzlich vereint. Ihnen geht es um Armutsverwaltung, nicht um deren entschlossene Reduzierung. Sie finden über Nacht 100 Milliarden € für Aufrüstung. Sie zeigen aber kein ernsthaftes Interesse an dem Engagement gegen Armut. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Böhm. Für die Fraktion der AfD hat jetzt der Abg. Richter das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Dieser Gesetzentwurf ist ein Tropfen auf den heißen Stein, nicht mehr und nicht weniger, auch wenn er nur versucht, bis zur Einführung einer Kindergrundsicherung einen Ausgleich zu schaffen. Sowohl im Bund als auch in den Ländern rotieren SPD, CDU, FDP und GRÜNE seit Jahrzehnten in den Parlamenten als Regierungsparteien. Das ist nicht neu und fortschrittlich, Frau Gnadl, das ist seit Jahrzehnten so. Leider realisieren die Bürger nicht, dass deren Politik ursächlich für eine nicht mehr zu verschleiernde Armut ist, welche bei Kindern und Jugendlichen beginnt und mit der Altersarmut oft auch mit einer entwürdigenden Art und Weise des Umgangs mit alten Menschen endet. Interessant ist, dass mit solchen Gesetzentwürfen, dass Sie mit solchen Gesetzentwürfen versuchen, sich als Problemlöser darzustellen und sich auf diese Weise über das Geld der Steuerzahler ihrer Verantwortung entziehen, welche Sie aber definitiv haben, denn das in
Hessen jedes vierte Kind in Armut lebt, ist nun einmal zu einem großen Teil Ihrer Politik zu verdanken. Denn Sie sind in der gesamten Zeit in der Regierung gewesen, immer in Rotation. Der Krieg in der Ukraine und Corona werden aktuell gerne als Grund vieler Probleme nach vorn gestellt. In Wahrheit allerdings sind Corona und der Ukraine-Krieg lediglich Brandbeschleuniger Ihrer desaströsen Politik. Nun kommen also die sogenannten Entlastungspakete, und diese sollen dem Bürger suggerieren, dass die sich selbst demokratisch nennenden Parteien ihnen schon alle Sorgen abnehmen, den Bürgern. Und Bundesfamilienministerin Paus sagte zum Bundestagsbeschluss, etwa jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Es ist unerträglich, dass in unserem reichen Land so viele Kinder mit so wenig auskommen müssen. Ihr Ziel ist es, also mein Ziel ist es, hat sie gesagt, dafür zu sorgen, dass wir Kinder wirksam vor Armut schützen. Der Kindersofortzuschlag ist dafür ein wichtiger erster Schritt. Meinen Sie wirklich, dass 20 Euro im Monat mehr eine bessere Teilhabe ermöglichen, soziale Ausgrenzung beenden und Kindern bessere Startchancen geben? Mit Verlaub, was für ein unglaublicher Unsinn. Und der ist sogar in der Begründung. Der ist sogar in der Begründung des Gesetzentwurfs verankert. Lesen Sie, der Sofortzuschlag soll die bedürftigen Kinder und Jugendlichen ergänzend unterstützen und insoweit dazu beitragen, die Lebensumstände und Chancen zu verbessern. So steht es im Gesetzentwurf. Betrachten wir die Realität von bedürftigen Kindern und Jugendlichen, so lässt sich diese mit 20 Euro selbstverständlich nicht verbessern. Gerade in der derzeitigen inflationären Phase und vor allem angesichts dessen, dass man Chancen und Teilhabe eher durch eine gute Ausbildung und Möglichkeiten innerhalb eines funktionierenden Arbeitsmarktes bekommt, um auch mit seiner Händearbeit seine Familie ernähren zu können, sind solche Zuschläge eher nur eine Beruhigung Ihres sozialen Gewissens. Gerade bei den GRÜNEN wird das so sein, denen Frau Paus ja auch angehört und die mitverantwortlich für die Deindustrialisierung unseres Landes ist und damit exakt die Armut schafft, die sie vorgibt, zu bekämpfen. Das Gleiche machen Sie hier im Hessischen Landtag. Solche Aussagen können einen also eher wirklich wütend machen, vor allem wenn von einem reichen Land gesprochen wird, was definitiv auf Deutschland nicht zutrifft. Die Bundesfamilienministerin dürfte da wohl eher von sich auf andere schließen. Wir Deutschen stehen im Schütteln Sie mit dem Kopf, Herr Bocklet, ich werde Sie mit Zahlen einfach überzeugen. Wir Deutschen stehen beim Median-Nettovermögen bei den 16- bis 34-Jährigen pro Haushalt in Europa mit 9.600 Euro nur noch vor Slowenien und Griechenland. Das liegt auch an unseren vielen Single-Haushalten. Darüber könnte man auch in Hessen mal nachdenken. Wenn ein Haushalt in Polen nicht 9.600 Euro an Nettovermögen hat, sondern 35.000 Euro oder in Luxemburg ein Nettovermögen von 132.000 Euro zur Verfügung steht. Wir sind kein reiches Land mehr, meine Damen und Herren. Dafür haben Sie mit Ihrer ideologischen Politik gesorgt. Lassen Sie uns angesichts der 20 Euro pro Monat für bedürftige Kinder und Jugendliche auch darüber nachdenken, wo z.B. denn die Steuerdiskussion geblieben ist, als es um die Steuervermeidungsstrategien von Großkonzernen ging. Davon hören wir nichts mehr. Viel lieber zeigt man mit den Fingern auf andere politische Kräfte, dämonisiert diese, selbst wenn es an den Haaren herbeigezogen ist. Dabei lenken Sie nur davon ab, dass Sie eben keine soziale Politik betreiben. Ansonsten würden Sie die Steuervermeidungspolitik vieler Großkonzerne in Europa tatsächlich unterbinden. Die SPD und Herr Schulz lassen grüßen. Das alles, während Deutschland in Europa den höchsten Niedriglohnsektor vorzuweisen hat, bei gleichzeitig den höchsten Steuern, Abgaben und Energiepreisen. Und da feiern Sie sich ernsthaft hier für 20 Euro im Monat für bedürftige Kinder und Jugendliche und nennen diese Politik noch sozial. Sie haben es als politische Kräfte sogar geschafft, dass wir auch in Hessen in eine Mangelwirtschaft hineingeraten sind. Ihr auf Sozialismus ausgelegtes Grundverständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen, vor allen Dingen Ihres von den Linken, führt genau zu dem, was man bereits in der DDR beklagen konnte. Sie versuchen,
das zu verschleiern. Aber eine Mangelwirtschaft begegnet man nicht mit Ausgleichszahlungen, sondern damit, dass man alles dafür tut, die Angebotsseite zu normalisieren, was aber entgegen Ihrer Klima- und Außenpolitik steht. Und so müssen die Bürger zur Kenntnis nehmen, Produkte, die nicht vorhanden sind, kann man auch mit Entlastungspaketen, Einmalzahlungen und Aufstockungen nun mal nicht kaufen. Bei Produkten mit geringer Stückzahl im Markt führt Ihre Politik sogar zu einem weiter inflationären Effekt. Also, umso mehr Sie dort reinpumpen, umso inflationärer wird es, auch wenn Sie es nicht begreifen, bei einer geringeren Stückzahl im Markt. Und dazu, dass Sie soziale Leistungen ständig nachsteuern werden müssen. Bei Ihnen müsste ja ständig irgendwo ein Regenbogen sein, wo Sie hinter dem Ende des Regenbogens hinterherhechten, um das Töpfchen voller Gold zu bekommen, so wie Sie das Geld hier in unserem Land verteilen möchten. Sie helfen somit nicht den Ärmsten der Armen. Auch wenn es vordergründig so aussieht, Profiteure Ihrer Politik sind andere. Ob man die nun Großkonzerne oder Hochfinanz nennt, es bleibt sich gleich. Hat auch nichts mit einer Glaubensrichtung zu tun, wie es Staatsminister Al-Wazir zuletzt meinem Freund Andreas Lichert unterstellen wollte. Ihre logischen Argumenten nicht mehr zugängliche Politik führt so zu einer Belastung der Leistungsträger unseres Landes, welche ebenfalls durch die Inflation betroffen sind, und zu schlicht immer höheren Steuern und Abgaben. Diese 20 € und einige weitere sogenannte Entlastungspakete auf anderer Ebene sind nicht mehr als Almosen und lösen auch keine Probleme. Mein letzter Satz, und ich halte mich an den letzten Satz, betreiben Sie endlich eine Politik, die die Ursache bekämpft und die Menschen selbstbestimmt leben lässt, sodass soziale Politik nicht mehr der Ausgleich der von Ihnen betriebenen politischen Fehlentwicklungen sein muss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Richter. Für die Landesregierung hat jetzt Staatsminister Klose das Wort. Hochverehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe mir ehrlicherweise nicht vorstellen können, dass wir ein so breites Spektrum bei diesem Gesetz hier heute aufmachen. Aber wenn es dazu dient, mal ganz grundsätzlich zu werden, bitte schön. Das Entscheidende heute ist doch, dass die Kindergrundsicherung endlich kommt. Und Familienministerin Paus hat das in der JFMK vor 3 Wochen auch noch einmal ausdrücklich bekräftigt. Und dieses Signal ist für die Kinder in Deutschland, die von Armut betroffen sind, so wichtig und richtig, meine Damen und Herren. Und bis die geplante Kindergrundsicherung umgesetzt wird, das ist nämlich ein komplexes Thema, das kann man nicht einfach aus dem Ärmel schütteln, bis sie umgesetzt wird, will die Bundesregierung schon einmal die Chancen für Kinder und Jugendliche verbessern. Und deshalb gibt es den Sofortzuschlag, das Einmalzahlungsgesetz, zum 1. Juli 2022 in Höhe von monatlich 20 € pro Kind. Und da Frau Böhm und Herr Richter den gleichen Pappkameraden aufgebaut haben, es hat doch niemand behauptet, mit diesen 20 € wäre sozusagen das Problem gelöst. Deshalb gehen wir ja die Kindergrundsicherung insgesamt an, weil alle wissen, dass es hier einer grundsätzlichen guten Regelung bedarf, meine Damen und Herren. Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, die von Armut betroffen sind, bekommen diesen Zuschlag dann, wenn sie Anspruch auf Grundsicherung nach dem 2. oder 12. Buch Sozialgesetzbuch haben, auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder auf ergänzende Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem Bundesversorgungsgesetz oder eben für sie ein Kinderzuschlag bezogen wird. Und diese zusätzliche monatliche Zahlung soll dazu dienen, ihre Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe, auf Teilhabe an Bildung und am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt vor der Einführung der Kindergrundsicherung zu verbessern und insbesondere Armut zu vermeiden. Die Alternative wäre jetzt nicht gewesen, ein Kindergrundsicherungsgesetz aus dem Ärmel zu schütteln. Woher soll es in diesem Tempo kommen? Sondern die Alternative wäre ja gewesen, jetzt keine monatliche Zahlung unmittelbar zu machen, und deshalb ist dieser Schritt richtig. Es ist ausdrücklich so, dass dieser Sofortzuschlag nicht dazu dient, einen konkreten Bedarf zu decken.
er ergänzt bis zur Einführung der Kindergrundsicherung die erforderlichen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Der Sofortzuschlag ist als eigenständige Leistung deshalb unabhängig von der geltenden Höhe der Regelbedarfe oder anderer Bedarfe. Das ist eine so umfassende, unbürokratische Regelung, damit man jetzt einen Übergangszeitraum finanziert, dass es eigentlich beispielhaft ist für manch andere Lücke, die auch noch besteht. Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz am 12. Mai beschlossen. Am 12. Mai. Der Bundesrat hat am 20. Mai zugestimmt. Das Gesetz tritt in seinen wesentlichen Teilen heute, am 1. Juni, in Kraft. Und der Sofortzuschlag soll erstmals für den Monat Juli, also Juli 2022, erbracht werden. Dieser Sofortzuschlag, und da wird es jetzt ein bisschen technisch, ist nach Absatz 4 der Regelung im § 145 SGB 12 so zu fassen, dass wir die zuständigen Träger nach Landesrecht bestimmen müssen. Sie kennen das. Die Ausnahmen, die es da gab, haben ja vor dem Hintergrund des sogenannten Durchgriffsverbots aus dem Grundgesetz keinen Bestand gehabt. Und deshalb hat das Bundesverfassungsgericht mit seinem Beschluss vom Juli 2020 dem Bund untersagt, den Kommunen als Träger der Sozialhilfe nach dem SGB XII neue oder zusätzliche Aufgaben zu übertragen. Das können nur die Länder. Das hat den Föderalismus ausdrücklich gestärkt. Und deshalb brauchen wir heute die besondere Zuständigkeitsbestimmung für die Ausführung. Und so ist das Gesetz, das hessische Gesetz, ja auch gestrickt. Wir bestimmen die örtlichen Träger der Sozialhilfe auch als sachlich zuständig für diese neue Leistung, also für den monatlichen Sofortzuschlag für Kinder und Jugendliche, ergänzen dazu das hessische Ausführungsgesetz, damit die Interessen dieses Personenkreises besonders gewahrt werden, weil die Anspruchsvoraussetzungen für den Sofortzuschlag nämlich anknüpfen, genau an die Leistungsansprüche nach dem 3. Kapitel SGB XII. Und dafür sind die örtlichen Träger der Sozialhilfe bereits zuständig. Deshalb bekommen Sie auch die Ausführung des Sofortzuschlags übertragen. Damit fassen wir die rechtlichen Rahmenbedingungen, damit wir die leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen in Hessen dann auch ohne Zeitverlust im Juli in den Genuss dieser Leistung kommen lassen. Und darüber freue ich mich, denn es sind schließlich die Kinder und Jugendlichen, denen diese beschleunigte Gesetzgebung dient. Dieses Gesetz schafft die erforderliche Grundlage für die Auszahlung. Damit erhalten die betroffenen Kinder und Jugendlichen eine notwendige ergänzende Unterstützung, und wir tragen dazu bei, ihre Lebensumstände und Teilhabechancen zu verbessern. Kinder und Jugendliche sind die schwächsten Opfer von Armut, denn sie können selbst am wenigsten an ihrer Situation ändern. Und deshalb brauchen sie unsere Unterstützung umso dringender. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Mir ist mitgeteilt worden, dass wir ohne Ausschusszuüberweisung dann direkt in die zweite Lesung einsteigen. Nach § 14 Absatz 1 der Geschäftsordnung kann der Landtag am Schluss der ersten Lesung den Gesetzentwurf ohne Ausschussüberweisung annehmen, ablehnen oder für erledigt erklären. Ich frage daher in die Runde, wird der Antrag nach § 14 Absatz 1 der Geschäftsordnung gestellt, über den Gesetzentwurf in erster Lesung abzustimmen? Herr Frömmrich, wenn Sie drücken. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir stellen den Antrag. Vielen Dank für den Antrag. Dann lasse ich nun über den Gesetzentwurf mit der Drucksache 20-8530 in erster Lesung abstimmen. Wer ist für die Annahme des Gesetzentwurfs? Das ist die Fraktion der SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der CDU und der Freien Demokraten und der Linken. Wer ist dagegen? Niemand. Der fraktionslose Abgeordnete Kahnt hat auch zugestimmt. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der AfD. Damit ist der Gesetzentwurf in erster Lesung angenommen.
Sehr meine Damen und Herren, ich stelle nun fest, dass nach § 14 Absatz 2 der Geschäftsordnung ein Antrag auf Ausschussüberweisung nicht gestellt wurde. Nach § 14 Absatz 3 unserer Geschäftsordnung kann der Landtag nun auf Antrag einer Fraktion oder von mindestens 5 Abgeordneten mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschließen, ohne Ausschussüberweisung in die zweite Lesung einzutreten. Ich frage daher in die Runde, wird ein Antrag nach § 14 Absatz 3 der Geschäftsordnung gestellt, direkt in die zweite Lesung einzusteigen? Herr Abgeordneter Freund. Ja, Frau Präsidentin, wir stellen den Antrag nach 14.3. Vielen Dank. Ich stelle fest, der Antrag wurde gestellt. Auch hierüber lasse ich nun abstimmen. Wer ist dafür, dass nach Abschluss der ersten Lesung direkt in die zweite Lesung eingetreten ist, dass die Fraktion der Linken, die Fraktion der SPD, Bündnis 90 die Grünen, der CDU, der Freien Demokraten, wer enthält sich der Stimme, dass die Fraktion der AfD, Entschuldigung, und der Abgeordnete Kahnt war auch dafür. Ich passe bei der nächsten Abstimmung passe ich besser auf. Damit ist der Antrag angenommen und die Zweidrittelmehrheit ist gegeben. Wir können nun unmittelbar in die zweite Lesung einsteigen. Und damit rufe ich dann den Tagesordnungspunkt 7 auf. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU, der Fraktion Bündnis 90 die Grünen, der Fraktion der SPD und der Fraktion der Freien Demokraten für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum 12. Buch Sozialgesetzbuch, Drucksache 20-8530. Es wurde vereinbart, dass die zweite Lesung ohne Aussprache stattfindet. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann stelle ich fest, dass damit die zweite Lesung stattgefunden hat. Dann kann ich jetzt über den Gesetzentwurf abstimmen für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum 12. Buch Sozialgesetzbuch, Drucksache 20-8530. Und ich frage, wer ist dafür? Das ist die Fraktion der Linken, die Fraktion der SPD, Bündnis 90 die Grünen, der CDU, der Freien Demokraten und der fraktionslose Abgeordnete Kahnt. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der AfD. Damit stelle ich fest, dass der Gesetzentwurf in zweiter Lesung angenommen wurde und zum Gesetz erhoben wird.